Tempatnya magotnya. Ja, wir besuchen Bienenzucht hier. Das ist in Hillebante. So eine Wanderung oder Besichtigung der Maggot. Der Maggot heißt Bienenzucht, ja, wo Honig hier gewonnen wird. Ja. Ja. Da hier die, wie gesagt, die Kisten hier, da sind ja die Bienen. Ja. Die sind ja die kleinen bei uns, ja, nicht die großen, was man als Bienen kennt. Ja. Also nur die kleinen. Ja. Hier, da sind, da, Moment, hier, die Bienen, die sind die kleinen. Ja. Da hier. Guck mal. Ach, ganz kleine. Ja, ganz klein, ja. Guck mal da. Das sind ja ganz kleine Bienen da. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja. Bienen. Ne? Ah, das ist ja ganz anders als bei uns. Ah, der holt auch raus. Ja, das ist. Guck mal, guck mal, guck mal. Da hier die das sind, das Honig. Sind ja, hier, die kleinen, die Bienen, ja. Di tempat rumah madunya ini. Enggak, dia masuk di telinga kita ini? Enggak. Jangan-jangan dia menyerang kita ini. Stechen die oder was? Nein, die stechen nicht, aber die fliegen überall hin. Nicht, dass sie dann in unsere Ohren reinfliegen. Und dann? Ja, also, das wäre schlecht, ja. Warum? Die bleiben dort in den Ohren vielleicht. Guck. Ja, da haben wir. Das ist die Ohrenfläche. Ja, und wie machen die Honig? Ja, das ist normal wie bei den normalen Bienen, ja. Mhm. Dass die dann von den Blumen natürlich, ja. Ja. Krumpun, der Tamajok. Das war doch die schwarze Fläche, wo wir uns sehen. Ja. Die ich hoffe, das wären Fliegen. Ja, die sind ja die Bienen, die kleinen Bienen. Also ich weiß nicht, wie die heißen eigentlich, aber Bienen sind eigentlich die größeren, ne? Ja, ja. Was die dann, was man in Deutschland als Bienen kennen, ja. Kennt, ja? Nee. Ulet. Makan. Ach, das Futter. Ich kann ja nicht sehen, ja. Ulat no? Irgendwie mal Wurm oder wie? Die Würmer, untuk apa ini anunya? Pakan ayam, pakan. Ja, also das, die werden verfüttert, ja. Also die Hühner zum Beispiel, ja. Das da? Ja, werden fressen die. Was ist das, verzeiht? Die Würmer, ja, Würmer aus. Ah, dari apa? Aus dari apa ininya? Dari buah-buahan ya? Ja. Aus Früchten irgendwie. Mhm, also die leben dort in Früchten wie Äpfel und so. Mhm. Und dann die werden verfüttert, ja? Mhm. Die werden verfüttert an die Hühner oder sowas, mhm. Ne? Ah, die bewegen sich. Ja, die bewegen sich dann. Und wie ein Banane in die? Ja, dari die Bela. Man kann auch schon näher rangucken. Ah, das hat jetzt mit Bienen aber nichts zu tun. Nein, ini kalau ini tidak ada hubungannya dengan itunya ya, dengan madunya. Oh ya, nein, hat es nicht mit Bienen zu tun. Die sind ja als Zuchtung für als Futter, also für Futter der. Guck mal, also da sind ja die Früchte da. Ja. Da leben die Würmer, ja. Und dann die werden dann verfüttert, wenn die dann so wachsen wie da drin. Ja. Ah ja. Ja, also man kann ja nicht so ganz gut sehen. Aber das ist gut, dass du was kennenzulernen natürlich, ja. Ja, ja. Was die Einheimischen auch hier aufmachen für ein kleines Geschäft, ja. Also das ist auch schon geeignet für Studenten, wenn die irgendwie mal was lernen wollen. Ja. Ja.
sollte man auch schon ein bisschen Park dafür, ne? Ein bisschen Garten, dass man auch schon ein bisschen... Hier auch schon unterschiedliche, da guckt man, da sieht man auch schon auf jede, an jede Pflanze so Namen, ja? Also Schrift drauf, da sind ja Namen von allen Pflanzen. Ja. Ja? Wie zum Beispiel, das wäre Indica. Das ist Ananas, oder nicht? Das sieht so wie... Salak, ja, wo kann Salak hin? Das ist, das steht drauf gegen als Medikament für Nieren, ja. Mhm. Wenn man Nierenproblem hat, ja, dann gibt es auch schon, ist auch möglich, apanya yang dianu ini kalau begitu ini, kalau diolah kalau untuk obat itu ya. Apakah daunnya atau apanya ini? Ja, das ist die Flüssigkeit vielleicht, also die kann man ja gut trinken, ja. Das ist auch schon Medikament, ja, dieser Ding, das steht hier drauf, gegen Fieber, ja. Fieber, also wenn man Fieber hat, ja, die kann man auch schon essen, kochen und vielleicht die Flüssigkeit, ja, also wird gepresst, ja, dass man auch die Flüssigkeit dann trinkt, ja. Sambu. Ja, gegen Hoch, ja, Hypertensie, gegen Hochblutdruck, die Pflanzen, ja. Diabetik, ja. Das nennen wir lebendige Apotheker. Herbal, ja, also Herbal. Herbal. Ja, Herbalmedikament, sowas. Auch schon so viele verschiedene Pflanzen, ja, für Medikament, ja. Wahnsinn. Luca, was ist Luca für Krankheit? Luca ist Wund, ja. Wundzeit. Zur Wundheilung, ja. Ja, Orchideen. Noch keine Blumen. Orchideen ist ja Parasit, ja. Also die wachsen an Baum, ja. Dass irgendwie mal Nährstoff von dem Parasit irgendwie auch schon, wie gesagt, gebraucht wird, ja. Hier, Sensphira ist viele verschiedene, ja. Das steht hier erstmal bitter und dann wird man gesund. Ja. Der bitter ist so in der Medizin immer, bitter macht gesund. Ja. So,